Mein Name ist Sir Arne Thegen und ich lebe seit 32 Jahren krank im Schrank. Woran liegt das eigentlich, dass du wirklich, was so Begriffe angeht, so heftig im Schrank lebst manchmal? Ey, so eine popkulturelle Behinderung, Alter. Ich bin nicht mehr am Puls der Zeit, ich bin alt. Ich komme nicht mehr mit, Alter. Ich habe den Zugang verloren. Dann werde ich dir jetzt mal ein paar Begriffe geben, die jetzt so aktuell in der Jugend, in der Zielgruppe relevant sind. Fangen wir mal mit dem Leichten an, komm. Mashallah. Mashallah kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie du Hübsche. Keine Ahnung, ich weiß, dass man es so positiv benutzt. Also Inshallah heißt glaube ich so hoffentlich und Mashallah sagt man immer eher so Mashallah, du Hübscher, ey. Ich höre, du bist ein Hübscher, Mashallah. Das heißt einfach quasi du Hübscher oder du Hübsche, glaube ich. Mashallah, du Hübscher. Okay. Einhandsegeln heißt 100, habe ich noch nie gehört, dass 100%ig sich einschleudern, Alter. Das kann nur ein Begriff für ihn hier sein. Also Einhandsegeln muss. Oder das Autofahren, das könnte vom Autofahren so dieser geile Ghetto-Cruise sein. Ich bin beim Masturbieren, ey. Einhandsegeln heißt ist richtig. Jawoll. Simp. Ich habe komplett noch nie gehört. Ey, ein Simp klingt für mich so nach Vamp. Also wie man früher gesagt hat, du bist ein Vamp, also quasi... Das ist ein Vamp. Ja, voll, Alter. Ich glaube, ein Simp ist wahrscheinlich so... Ein Simp, das sagt man so zu Leuten, die halt so super sympathisch sind. Also Simp steht für Sympathie, so von wem guck ich ihn dir an, ey. So ein Typ, der so eine Oma über die Straße hilft, da sagt man wahrscheinlich so, oh, guck mal, er hübsch hier, er ist ein Simp. Ich glaube, das ist ein Simp. Okay, das ist der Begriff OnlyFans. Ist ein soziales Netzwerk, habe ich gestern gelernt, muss man dazu sagen. Neues soziales Netzwerk, wo man Tittenbilder zeigt. Und quasi hinter einer Pay-to-Win ist quasi das Modell. Also ich kann dann zahlen und subben und dann macht so, krieg ich so Tittenbilder. Also habe ich es verstanden auf jeden Fall. Wäre das was für dich? Ja, schon. Oh Gott, ey, furchtbar. Kappa. Kappa ist ein Begriff aus der Twitch-Welt, das ist Streamerei. Kappa ist quasi der Typ, ist so ein Emote, sagt man quasi immer, wenn man einen Scherz gemacht hat. Also das heißt so viel wie LOL quasi heutzutage, also haha, ist witzig sozusagen. Und dieser Typ, der auf dem Emote ist, der heißt Kappa mit Nachnamen. Das ist nämlich unscheiß, das wissen nämlich viele nicht, das ist so ein Ding. Ich habe das mal gesagt und wurde dafür richtig ausgeladen und hat sich rausgestellt, dass es stimmt. Der Typ heißt Kappa und der kam irgendwie aus der Digitalbranche, der hat irgendwas mal richtig hart verkackt. Und dann hat er dieses Emote gehabt und man sagt halt Kappa, wenn ich einen Scherz mache. So, und wenn ich quasi Kappa Kappa sag, dann nullt sich das wieder. Also immer wenn man quasi gerade Anzahl Kappas macht, dann ist es quasi wieder kein Kappa mehr und ungerade Anzahl ist Kappa. Okay, nie gehört. Lelek. Das ist mal Lelek gesagt. Entweder ist es so auch so ein LOL-Ding, also bloß ein bisschen cooler und wahrscheinlich auch so aus dem arabischen Raum. Oder ist es so ein, oder hast du mal du Lelek gesagt? Ich glaube, es ist eher eine Beleidigung. Du hast mal gesagt du Lelek. Das heißt wahrscheinlich Lappen. Oder Lauf. Scheiße. AMK, Alter. Das heißt Amanakuidom. Oder so, Alter. Amanakuideum oder so. Ich kann es nicht so gut, Alter. AMK, ja. Amanakuidom. Was soll das bedeuten? Ja, das ist ein russisches Wort für... Keine Ahnung, Alter, was heißt das nochmal? Amanakoidum. Ich weiß nicht, was das heißt, Alter. Das war wahrscheinlich sowas wie ich ficke deine Mutter, also. Das sind ja die meisten Sachen. Das ist relativ nah dran, auf jeden Fall. Ja. Also AMK, Amanakoidum. Amanakoidum. Ich weiß es irgendwie so, Mann. Ach du Scheiße. No cap. Nie gehört. Auf jeden Fall eine Beleidigung. Oder ist so No Front mäßig? Also No Front ist ja, vielleicht, falls es auch noch kommt, so ich will dich nicht angreifen, aber dann front ich dich. Und No Cap heißt wahrscheinlich sowas wie nicht schreien nicht so. Nicht rumschreien. Weil keine Capital Letters so. Also Caps Lock ausmachen. Sei ruhig quasi im Chat No Cap. Nie gehört. Wow. Oder Wap. Man sagt so du Wap oder sagt man eher so.
Es geht um einen Körperteil tatsächlich. Irgendwie ganz eine Fette. Also ein bisschen wabbelig so. Wobbly. Eine Tonne. Also es ist ein Unterlegung. Du bist eine Wobb. Schon eine Wobb. Findest du, hast du was dazugelernt? Wie viel wirst du dir merken? Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, hätte ich das meiste wieder vergessen. Lennek, glaube ich. Lennek bleiben. Sollst du weiter im Schrank bleiben? Ich bleibe im Schrank. Also, selektiv im Schrank. Krankenschrank. Danke dir. Maschallah, schön. So ähnlich. Sag mal, es ist einfach so ähnlich. Ich bist du viel zu lieb und zu nett zu einer Frau. Dann bist du ein bisschen zäh. Also ein bisschen so eine weitere Entwicklung von Friendzone, nur dass du noch nicht mal ein Freund bist quasi. Das Friendzone ist aber okay. Ich bin so weg, ey. Komplett lost. Dann kriegst du den Müll, also hab ich's verstanden auf jeden Fall. Ja, was für dich? Ja, schon. Ich hab mir gestern Nacht noch eine Couch gemacht. Kommt tatsächlich eher aus dem Ostblock und soll bedeuten die Ziegenmaker. Echt? Mhm. Geil, oder? Quasi. Ehrlich. Kennst du nicht Cardi B? Kennst du nicht den neuen Song von der? Nein. Der heißt so. Und da geht es darum, da wird glorifiziert oder wird natürlich so ein bisschen die Emanzipation der Muschi. Und eine Wop ist eine Wet-Ass-Pussy. Nice. Denk mir.